Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch wieder eine meiner Pfeifen vorstellen. Wieder einmal eine Pfeife einer italienischen Manufaktur. Und zwar geht es diesmal konkret um dieses schmucke Stück hier. Ganz genau, es geht um das Modell Stefano Santambrogio Nummer 02 Rhodesian Rustic. Es ist genau dieses kleine schmucke Stück hier. Diese Pfeife hatte ich im Dan Pipe Katalog gesehen und sie hat es mir wirklich von Anfang an angetan. Und als ich dann am 1. Juni 2015 bei Dan Pipe zu Besuch war, hatte ich dann von dieser Pfeife hier auch 2 oder 3 Modelle, alle gleichen Designs, versteht sich, in der Schublade gefunden und mir war klar, die musst du dir holen. Ich liebe ja bekanntlich Rhodesian und auch Bulldog-Modelle und gerade auch hier mit dieser wunderschönen Rustizierung und auch dem recht großen Kopf, den man hier hat, also man hat wirklich gut was zu greifen. Bei diesem Angebot konnte ich einfach nicht Nein sagen. Die Pfeife ist wunderbar gearbeitet. Und ich bin auch gerade schon dabei, sie einzurauchen. Sie raucht sich wirklich vorzüglich. Und das Ganze, wie ihr ja eben sehen konntet, auch noch für verhältnismäßig wenig Geld. Die Marke Santambrogio hat ja schon eine ziemlich lange Geschichte, denn gegründet wurde Santambrogio bereits 1912 durch Stefano Santambrogio. Er hat seinerzeit ja von 1867 bis 1951 gelebt. Und das Unternehmen wurde dann schließlich noch von seinen Söhnen Renzo und Armando bis in das Jahr 1981 hinein gemeinsam geleitet. Renzos Sohn Stefano wurde 1952 geboren und er ist auch derjenige, der heute noch immer Stefano Santambrogio Pfeifen auf den Markt bringt. Und zwar einerseits als Stefano Santambrogio, das sind die handgemachten Pfeifen, wie diese hier. Und das ist auch hier neben sehr schön am Holm zu erkennen bei der Stempelung. Dann gibt es noch die Santambrogio-Exklusiv Pfeifen und die Seconds, die den meisten vermutlich schon eher bekannt sein werden. Das sind die einfachen Stefano-Pfeifen oder auch Stefano-Exklusiv, die ja als Serienpfeifen sehr günstig auf den Markt gebracht werden. Die Pfeifen generell, auch die Handmade, sind sehr günstig, haben gute Raucheigenschaften, sind aktuell noch bei Dan Pipe zu bekommen. Und ich würde euch einfach mal empfehlen, schaut sie euch an. Ihr könnt nicht viel verkehrt machen, die Verarbeitung ist sehr gut. Die Pfeifen sind, wie ihr sehen konntet, auch mit 9 mm gefiltert. Ich werde sie weiterhin einrauchen, habe meinen Spaß mit dem kleinen Schätzchen hier und hoffe, dass ich euch die Stefano Santambrogio Pfeife doch zumindest ein klein wenig habe näher bringen können. Das war es daher auch schon soweit zu meiner Vorstellung von Stefano Santambrogio Nummer 2 Rhodesian Rustic. Ein wunderschönes Modell, großer Kopf für eine große Hand. Das Füllvolumen ist ein gut mittleres Füllvolumen. Es passt also schon noch einiges rein. Es sind 1,5 Glieder von meinem Mittelfinger. Hier nochmal. 1,5 Glieder gehen rein und ich habe noch Platz. Man hat also wirklich eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde Zeit zum Rauchen. Unter Umständen, je nachdem welcher Tabak drin ist, auch noch ein bisschen mehr. Und ich stopfe sie halt momentan zum Einrauchen, vor allem halt mit Virginia Tabaken. Und muss sagen, es ist ein echter Genuss. Und zwar ein echter Genuss für wenig Geld. Von daher meine Empfehlung. Ich bin schon auf euer Feedback gespannt. Mich interessiert natürlich schon brennend, wer von euch vielleicht auch vor allem insbesondere dieses Hucke-Modell hier, diese Rhodesian, geholt hat und wie eure Erfahrungen eben mit dieser Pfeife sind oder ob ihr von Stefano Santambrogio andere Pfeifen euer eigen nennen dürft. Das war's soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Freue mich darauf, euch demnächst wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Ciao.